Mission ist es, die Wahrheit zu offenbaren, die vor der gesamten Welt verborgen wird. In den 1950ern wurde auf der Insel Katorga 12 eine militärische Forschungsstation erbaut. Bis zum heutigen Tag leugnet die Regierung ihre Existenz. Das ist eine Lüge. Laut streng geheimen Dokumenten, die wir entdeckten, diente die Basis zu Forschungen mit dem Mineral E99. Das E99-Forschungsprogramm wurde von zwei Männern geleitet. Dr. Viktor Borisov, ein führender Forscher im Bereich Quantenphysik. Er hat das Ergebnis seiner Arbeit nicht mehr erlebt. Berichten zufolge starb er bei einem nicht geklärten Laborunfall. Dieser Mann übernahm die Leitung des Programms nach Borisovs Tod. Er führte Russland in einen Krieg um die Weltherrschaft. Einen Krieg, der mit auf Katorga 12 entwickelten Superwaffen gewonnen wurde. Heute kennen wir ihn als Kanzler Nikolai Denichev, den Führer der Weltregierung. Die Ereignisse um Denichevs Aufstieg zur Macht bleiben mysteriös. Unsere Organisation ist im Besitz von Aufzeichnungen, laut denen Denichev ein Betrüger ist. Sie werfen viele Fragen über Katorga 12 auf. Was ist dort geschehen, dass Kanzler Denichev an die Macht brachte? Was kann so viel Zerstörung verursacht haben und so viele Leben gekostet? Alles deutet auf diese Struktur auf Katorga 12 hin. Die Singularität. Was ist die Singularität? Den Aufzeichnungen nach will uns ein Mann zu den Antworten führen. Sein Name ist Captain Nathaniel Renko. Unsere Mission ist es, Captain Renko zu finden und ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Wir sind Mir 12. Wir offenbaren die Wahrheit. Ein führender Wissenschaftler im Singularitätsprojekt hat eine Geheimkammer gebaut. Sie müssen sie finden. Gehen Sie da durch. Hier, zwei Wegekommunikator mit GPS. Gehen Sie! Gut, also das Mir 12, Sie, Bahnhof. Also Denichev, der hat sich ja da einen Namen gemacht. Also, nehmen wir an mich, niemand mehr aus dem Feuer ziehen. Nick, sonst übernimmt der die Weltherrschaft und, ja. Gut, oh, wir schwimmen. Sieht schön aus. Also, ja. Wasser holen. Gut. Weiter schwimmen. Ach, du Heilige. Heiße. Ich will weg. Also so richtig weg. Somit nicht mehr hier sein und so. Fuck. Wow. Da bin ich auch sicher. Kann ich das öffnen? Aber sieht sonst schön aus. Wie, ja, Wachthaus. Der hängt noch ein bisschen rum. Wupp! Oh! Waffentechnologie, ja schön. Kann ich das dem Gegner in den Kopf schmeißen? Ja, Waffenschrank, hast du mir schon erklärt. Notiz. Achtung an das gesamte Personal der Abteilung Papier und Vorräte. Ab nächster Woche lagen und verschiffen wir als Position und Bezahlung bleiben gleich, bla bla. Waffenschrank, oh, danke, danke. Oh, lieber, danke. Das
Nee, das und dann das da. Ja, jetzt geht's mir besser. Einen schwarzen Taste, gut. Wollen wir die mal verbessern? Wollen wir das mal, was kann ich da mal mit 10 Erweiterung? Mal mit dem 10 ist schon das Nachladen. Mal schauen. Schauen ist schon wo es ist. Hier. Schönes Nachladen. Ah, ich hab noch gar nicht. Ah, okay. Preis 2. Mhm. Das war für noch nicht den Sprint, der wird die Magazin los. Und hier das besser, Magazin höher, schnelles Lachen, aber Schaden. Soll ich mal warten oder soll ich das auch noch irgendwie verbessern? Magazinerweiterung? Ja, komm. Was damit? Ah. Ah, tut das gut. Durchladen. Hey. Das ist noch schöner. Ja. Kommt her. Also, nee, eigentlich bleibt weg, aber. Wow. Hi. Vorsicht. Die Strahlung, die die Singularität freigesetzt hat, hat die Leute, die hier lebten, mutiert. Halten Sie die Augen nach ihnen offen. Ja, so mutiert ist ein bisschen untertrieben. Hey. Ich will da nicht runter. Oh, und die Pflanzenwelt, ja, das sieht doch sehr, sehr schön aus. Ah, ein bisschen Mission. Ja. Will jemand für mich weiterspielen? Also nicht, dass ich Angst hätte. Nein, wieso auch? Ich meine, das sind nur sich teleportierende Wesen, die jeden verdammten Augenblick aus irgendeiner Ecke springen können. Nicht, dass das schlimm wäre, also nö. Man erschreckt auch nicht daran, nein. Das ist nicht gut. Ja, lauf. Wow. Verdammte Scheißviecher, bleib mir vom Leib. Der ist weg. Ja, müsst ihr. Und ich auch. Ich habe noch einen wichtigen Zahnarzttermin. Den hat wir gespeichert. Toll, wieso beruhigt mich das nicht? Ach, hi. Das ist... Wieso, was war mit dem? Wieso konnte ich denn... egal. Einer weniger. Ja. Ja.